sind da ganz schöne Wege. Und auch interessante Wälder. Da hat sogar noch einen kleinen See. Hier ist noch ein ziemlich großer Hügel. Und aus diesem Wald bin ich jetzt gekommen. Da hat es noch einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist noch ein Schützengraben da hinten. Da hier alles noch schön beschrieben. Von da komme ich jetzt her. Da hier geht der E1 durch und auch ein Pilgerweg. Und da komme ich jetzt auch wieder auf den E1 und werde dem jetzt wieder folgen. Jetzt gehe ich noch schauen, ob die Kirche offen hat. Eine mächtige Kirche, schöne. Das ist auch ein altes Haus. Da vorne kommt auch noch mal ein historisches Haus. Ist auch noch interessant. He? Da hier überquere ich jetzt wieder die alte Bahnlinie. Die geht hier durch, weiter nach Padborg. Und da hat man einen schönen Ausblick nach Deutschland. Da unten sieht man noch einen Teil von der alten Heeresstraße. Und auch eine schöne Umgebung. Da zweigt wieder der E1 ab und ich gehe jetzt da geradeaus Richtung deutsche Grenze.
Wir befinden uns hier an der Grenze zu Deutschland. Sind wir da hinten durch. Da ist wieder eine Tür. Und jetzt geht es da außen durch. Da ist wieder dieser Zaun. Da auf der anderen Seite ist Deutschland. Da auf der Grenze. Und da ist noch so ein Megafon. Das geht da wirklich der Grenze entlang. Und da noch ein Blick in das Land hinaus. Auf der anderen Seite von diesem Bach ist Deutschland. Und da bin ich noch in Dänemark. Da ist auch ein alter Baum. Boah. Jetzt geht der Zaun da runter. Wie gesagt, den hat man hingemacht, dass die Wildschweine nicht rein können da nach Dänemark. Dass sie nicht die Pest reinschleppen. Ganz romantisch darunter. Diesem Wald bin ich jetzt gekommen. Da unten irgendwo geht die Grenze durch. Diese Häuser da drüben, das ist schon Deutschland. Und da vorne sollte noch ein See kommen. Ich hoffe, dass wir den sehen. Jetzt sieht man ihn gut, den Nyhussee. Ja, das ist alles Grenzgebiet da. Da unten ist ein Sumpfgebiet. Wenigstens ist der Weg sehr schön. Und sehr abwechslungsreich. Ein schönes Spiegelbild. Dieser See da ist fast am Versumpfen. Und das ist der Ausfluss. Und da geht jetzt mein Weg weiter. Also wieder ein schöner Platz zum Pause machen.
Ja, da geht es auch noch ziemlich steil runter. Da hier komme ich jetzt zum letzten Mal ganz an die deutsche Grenze. Das ist nämlich hier, wo diese Schranke ist. Und da hier drüben, das ist schon von meinem Etappenziel von Padborg. Die ersten Häuser. Da ist jetzt Padborg. Das ist ganz an die Grenze zu Deutschland. Der Himmel zieht sich auch immer mehr zu. Wahrscheinlich habe ich Glück gehabt jetzt noch mit dem Wetter. Gehen wir schauen. Der Zug, der kommt übrigens von Kopenhagen und fährt bis nach Hamburg, ohne Flensburg anzufahren. Das da geht Richtung Deutschland. Und da vorne kommt jetzt der Bahnhof von Padborg in Sicht. Mein heutiges Etappenziel. Da vorne sieht man den Bahnhof von Padborg. Ich hatte heute eine sehr schöne Wanderung. Auch gutes Wetter. Da vorne sind die Veros. So, ich hab's geschafft. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.